Hallo und herzlich willkommen zurück zum Mass Effect Andromeda. So, das letzte Mal haben wir ja hier ne, die Glyphen gescannt und so und tausendmal irgendwie versucht, das Rätsel zu lösen und dann funktioniert hier gar nichts mehr. Wir geben uns jetzt mal Mühe und gucken, dass es wieder funktioniert, weil ich habe endlich rausgefunden, wie ich hier überhaupt irgendwas rein mache. So, entschlüsseln Sie den Relay-Code, indem Sie die Rasterglyphen zuweisen, dem Rasterglyphen zuweisen. Keine Zeile, Spalte oder markierte Form darf dieselben Glyphen mehrmals enthalten. Sudoku im Weltraum. Okay, das ist. So, das ist nicht da drin, 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 das ist auch nicht da drin, das auch nicht, das auch nicht, das auch nicht, okay. So, jetzt müssen wir hier gucken. Hier könnten wir dann. Das reinpacken. Hier unten kommt das rein. Hier das. Und hier das. Das müsste eigentlich richtig sein. Ich guck noch mal. Da ist es nicht doppelt. Da ist es nicht doppelt. Das ist nicht doppelt. Das müsste es eigentlich sein. Oh, ich wollte schon sagen, jetzt explodiert hier gleich alles. Ja, macht das super, das ne? hat irgendwas bewirkt. Ich sehe überall Bahnen aufleuchten. Die Monolithen resonieren. UVK-Kontakt? Tja, was auch immer passiert. Auf jeden Fall verbinden Sie sich. Gute Arbeit. Machen Sie weiter. Machen wir. Wo steht denn das Auto? Landungsschiff der Cat! Ernsthaft? Hat man denn hier nicht mal eine Sekunde Ruhe? Oh. Oh. Bleib mal schön da, wo du bist. Oh, falscher Knopf. Bilde ich mir das nur ein oder tauchen die Cat wirklich überall dort auf, wo wir Relic-Tech finden? Das habe ich mich auch gerade gefragt. So. Sieht doch nicht ganz so schwer aus. Forschungsstätte übernommen. Wir werden sie nicht ohne Kampf in die Nähe des Monolithen lassen. Ist das? Ah.
Wechsle ich denn jetzt nochmal die Waffe? Ach ja. Da war auch ein Schieß gegen eine Wand, du Vollpfosten. Ja, ich hätte auch gerne mal ein bisschen was. Warum Verstärkung? Wussten Sie, dass wir hier sind? So, was müssen wir tun? Erstmal wieder alles mitnehmen, natürlich. Sehr schön. Nichts wie hin, bevor doch noch mehr kommen. Oha, was ist jetzt los? Komm da, Bossgegner? Oh oh. Beeindruckender Auftritt. Das war ziemlich cool. Oh, klar war es das. Ich weiß immer noch nicht, wer Sie sind. Fass mich noch mal so an. Ich bin der Pathfinder. Tatsächlich? Oh. Oh. Nennen Sie mich Ryder. Drag, Nakmor Clan. Sie verzeihen, dass ich Fremden von der Nexus nicht vertraue. Sie haben uns Korgana nicht gerade gut behandelt. Was machen Sie hier draußen? Kunden. Die Monolithen überprüfen. An dem hier waren die Cat sehr interessiert. Sie haben hier wohl schon sauber gemacht. Sind Sie traurig, dass keine übrig sind? Ja. Die Nexus weiß nichts über die Cat. Sie wähnt sich sicher und wartet im Weltraum doch nur auf den Tod. Ich bin jetzt schon eine Weile im Einsatz. Was macht er denn da? Ich schalte Cat-Basen aus und bekämpfe Bodentruppen. Ich weiß, was sie können. Schön ist es nicht. Wissen Sie, wir könnten einen Korgana wie Sie gebrauchen, Drake. Schmeichelhaft, aber wissen Sie, wie viele Menschen ich schon sterben gesehen habe? Sie sind Fleisch und behindern mich nur. Außerdem helfe ich den Nexus erst an dem Tag wieder, an dem die Wolken sich teilen und die Kette hinüber sind. Nichts mehr ungut. Schon okay. Gut, denn langsam langweile ich mich und die Kette werden immer stärker. Sie scheinen sich besonders für diese Alien-Tech zu interessieren. Die Relikte? Ja, genau die. Ich suche mir jetzt was, worauf ich schießen kann. Passen Sie auf Ihren Kopf auf. Mach ruhig. Desto besser, oder?
Entschuldigung. Wollen wir schon wieder hier so ein Rätsel lösen? Ein paar dieser Bilder fehlen noch. Ich frage mich, ob hier noch welche zu finden sind. Mit Sicherheit. Ich frage mich, ob der Scanner irgendwas anzeigen würde. Oha, hier muss ich mich beeilen, außerhalb. Die Strahlungswerte sind rapide angestiegen, Pathfinder. Ja. Beeil mich. Das sollte es gewesen sein. So, wieder so Doku spielen. Nein? Oh, diesmal nicht. Okay. Die Monolithen sind online und verbunden mit etwas im See. Das könnte der Hauptschalter sein, den wir suchen. Wir treffen uns dort. Unternehmen Sie nichts ohne mich. Dann wollen wir mal zum See. Was konnte ich denn hier noch scannen? Kipp. Irgendwie fest. Eine Strahlenbelastung über dem Normalwert. Automatische Protokolle aktiviert. Errichte Aufklärungsposten. Ich brauche jetzt keinen Aufklärungsposten. Abbauzonen wurden Ihrem NAV-System hinzugefügt, Pathfinder. Wie robust sie ist. Unsere liebe Freundin ist auch schon da. Guck. Strahlenbelastung liegt innerhalb des Toleranzbereichs. Das ist gut. Nein, das kann nicht sein. All das Trara für einen leeren Raum? Hier muss irgendwas versteckt sein. Machen Sie Ihr Pathfinder-Ding. Klar, mache ich. Siehst du, hab schon gemacht.
Oh, Sie sind gut. Ach, das war doch gar nichts. Oh, das sieht bei mir so leicht aus. Wie tief es da wohl runtergeht. Ist? Der Luftdruck kann es nicht sein. Elektrostatik? Ah, Gravitation. Oh, du Idiotin, Peavy. Das hier ist der Vordereingang. Okay. Wir werden sehen. Hey! Toro ist mutig einfach mal reingesprungen. Was soll schon passieren? Was uns Daro jetzt erwartet. Es funktioniert wie ein Gravitationsschacht. Ja, aber wohin bringt er uns? Ins Unbekannte, Ryder. Na, was haben wir denn hier? Sieht wie ein Bunker aus. Oder ein Gewölbe. Wie sie es auch nennen. Die Steuerung für den Atmosphärenwandler könnte irgendwo hier unten sein. Finden wir es raus. Alles hier könnte wichtig sein. Sehen wir uns gründlich um. So, das werden wir aber das nächste Mal tun. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann, ciao, ciao.